Hey Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss und mal wieder steht ein Umstyling an für ein Kind im Haushalt und wir gestalten auch sein Kinderzimmer um. Ich meine, wir haben doch einige Sims im Haushalt, sodass das noch öfters passieren wird, dass sein Kind älter wird, dass wir es neu einkleiden müssen und auch sein Kinderzimmer ein bisschen anpassen wollen. Ich finde ja schon, je nach der Altersstufe sollten wir da so ein paar Änderungen immer im Kinderzimmer vornehmen, damit das hat, was so braucht, an Spielsachen und sonstigen Objekten. Und heute gestalten wir hier Elias als Grundschulkind um. Er hat zum einen eine etwas längere Frisur bekommen. Ich glaube, die habe ich bisher in Let's Plays noch gar nicht verwendet. Deswegen fand ich das mal ganz cool. Und dann, was seine Alltagskleidung hier angeht, hat er zum einen dieses Outfit hier. Und ich fand die Idee eigentlich ganz süß, dass dieses T-Shirt, was er da unter der Jacke trägt, eins von Samuel ist, von seinem größeren Bruder. Dass er ihm das irgendwie geliehen hat oder gegeben hat. Dass man sich da halt so ein bisschen die Kleidung teilt, weil es ist halt ein größerer Haushalt. Und ja, Samuels Lieblingsfarbe ist ja violett und deswegen ist jetzt quasi auch das T-Shirt violett, was Elias hier trägt. Elias Lieblingsfarbe ist ja schwarz und ich bin nicht so ein Fan davon, ein Kind komplett in schwarz einzukleiden oder generell nur in einer Farbe. Und deswegen versuche ich da doch ein bisschen unterschiedliche Farboptionen hier zu wählen. Er hat allerdings die schwarzen Haare von seinem Vater David vererbt bekommen. Das, ja, immerhin die Haarfarbe passt also immer. Und ja, als zweites Alltagsoutfit hat er hier einfach ein T-Shirt und eine kurze Hose bekommen. Ist also sowohl für kälteres als auch für wärmeres Wetter gewappnet. Und ja, bei der Gelegenheit wollte ich eigentlich auch mal erwähnen, ich habe es schon vor ein paar Folgen mal angekündigt und dann doch nicht geschafft. Aber jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Ich habe den Haushalt, so wie er aktuell ist, endlich mal hochgeladen für euch, damit ihr mit dem auch in der aktuellen Version spielen könnt, wenn ihr möchtet. Muss dazu aber sagen, dass der Haushalt ein bisschen größer ist, als er eigentlich sein sollte. Standard-Haushaltsgröße sind 10 Sims und Tiere und ich habe, glaube ich, 11 insgesamt, also 6 Sims, 5 Tiere. Kann also sein, dass ihr da irgendwie ein Problem habt, wenn ihr den Haushalt platzieren wollt, dass das irgendwie nicht funktioniert, dass ihr einen Teil davon entfernen müsst, irgendein Tier oder so zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, Mia ausziehen lassen könntet. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall verfügbar gemacht, den Haushalt. Solltet ihr finden, habe ich auch in die Videobeschreibung den Link gepackt. Ist halt eben auf meinem Sims 3 Exchange und mein Sims 3 Exchange ist auch in jeder Folge verlinkt in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten so ein bisschen, also ich habe schon versucht, die Farbe Schwarz hier so ein bisschen mit einzubringen, so auch als Kontrast, seht ihr ja teilweise, aber ich habe jetzt versucht, dass er nicht überall nur schwarze Kleidung trägt. Und wir hatten ja auch die Idee für sein Kinderzimmer, dass er wie so ein Piratenzimmer haben soll und entsprechend habe ich hier auch eine Badehose gewählt, die so in eine Piratenrichtung geht mit den Totenschädeln und so. Ja, deswegen findet sich das so ein bisschen in seiner Kleidung wieder. Und gleich gestalten wir auch sein Kinderzimmer um. Da seht ihr das auch noch so ein bisschen, was ich da irgendwie versucht habe zu gestalten. Ja, er hat hier so eine süße kleine Jacke für die Winterkleidung. Und ja, bei der Hose, nicht bei der Hose, bei der Mütze, die ich ihm gegeben habe, musste ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen kreativ werden, weil die meisten Mützen, ich verstehe auch nicht wieso, aber die meisten Mützen, sowohl bei Kleinkindern als auch bei Kindern, sind darunter irgendwie, haben die Frisuren quasi nichts. Also dann sind das quasi kahle Haare unter den meisten dieser Mützen. Das verstehe ich nicht ganz, warum sie das so gemacht haben, warum es nicht mehr Variationen gibt. Jedenfalls habe ich mich für diese Dino-Mütze hier entschieden, weil da die Haare darunter wenigstens noch einigermaßen lang sind und zu der tatsächlichen Frisur von Elias noch am besten passen. Und hier sind wir jetzt in seinem Kinderzimmer. Der Kleine schläft da auch schon in seinem Piratenbootbett, in seinem Schiffsbett, was ich total cool finde. Und das war ja tatsächlich der Grund, dass ich dann auf die Piratenidee kam. So in der letzten Folge habt ihr ja mitgekriegt und dachte mir dann, ja, kann man vielleicht machen. Aber muss sagen, es war doch sehr schwierig, hier so ein wirklich konsistentes Piratenthema mit reinzubringen. Ich habe mein Bestes gegeben. Würde mich auf jeden Fall sehr über eure Meinung zu freuen, wie ihr das findet, wie ich das umgesetzt habe. Und wenn ihr noch weitere Ideen dazu habt, ne, wie wir das noch irgendwie ein bisschen
besser gestalten könnte, dass es noch mehr nach dem Piratenraum aussieht, den ich mir hier vorgestellt habe, dann lasst es mich wissen. Wir haben auf jeden Fall einen Schreibtisch. Wir haben diese Piratenspieltruhe, die natürlich nicht fehlen darf. Wir haben dieses kleine Piratenschiff. Und dann habe ich aber zum Beispiel noch den Spieletisch da liegen gelassen. Ich fand den ganz passend. Ich habe dieses Bild mit der Weltkarte genommen, weil ich mir dachte, Piraten segeln natürlich über die Weltmeere und möchten deswegen wissen, wo was gelegen ist, damit sie sich nicht versegeln. Und habe auch sonst hier noch so ein paar weitere Dekoobjekte gefunden, wo ich dachte, die passen eigentlich ganz gut hier rein. Ich habe zum einen hier diese Flagge von Wildes Studentenleben genommen und habe die dann halt auch piratenmäßig umgefärbt, habe ein paar von den anderen Objekten entfernt, die vielleicht nicht mehr ganz so hier reinpassen. Und ich habe dieses süße Fernrohr gefunden aus Lebensfreude, sodass er da auch mit so ein bisschen Pirat spielen kann. Das war so die Idee. Und dann habe ich außerdem noch das Teleskop platziert. Einerseits fand ich das auch sehr passend für den Piraten, dass man halt irgendwie so ein Teleskop hat und da so ein bisschen gucken kann. Zu den Weltmeeren und zum anderen, ja, war es halt einfach so ein Objekt. Ich würde sagen, dass Elias dann auch jemand ist, der gern Logikfähigkeit lernt. Ich habe tatsächlich noch nicht so viel Ahnung, was aus dem Kleinen so wirklich wird. Also er ist auf jeden Fall ein Piratenfreund, so viel haben wir schon mal festgestellt. Und wird wahrscheinlich viel Logik lernen, aber darüber hinaus, keine Ahnung, vielleicht wird er ja ein Angler. Ich meine, das passt natürlich sowieso sehr gut. Pirat und Angler und so, aber sonst keine Ahnung. Wenn ihr da irgendwie eine Idee, einen Vorschlag habt, gerade auch vielleicht etwas, was wir bisher noch nicht in den Let's Plays hatten, das versuche ich ja immer so ein bisschen Variation zu finden. Tatsächlich auch in meinem eigenen Gameplay. Also ich mag es nicht irgendwie die ganze Zeit dieselbe Karriere zu spielen oder sowas. Ich versuche immer irgendwie eine neue Karriere zu finden, irgendwas Neues, was ich erleben kann in Sims 3. Weil es gibt immer noch das ein oder andere, was ich tatsächlich noch nicht gespielt habe. Und ja, deswegen versuche ich das so ein bisschen zu machen. Und habe bei den Holztönen hier in seinem Raum versucht, das so ein bisschen verwittert aussehen zu lassen, als wäre es halt gerade halt eben sein Schiffsbett, als wäre es so ein altes Schiff. Und ja, habe hier natürlich auch wieder dieses Totenkopf-Piratenmuster verwendet und habe das versucht, so ein bisschen aussehen zu lassen, als wäre das drumherum halt eben Wasser mit so schäumenden Wellen dazu, deswegen sind die weiß. Und dann haben wir ja diese blaue Wand in dem Raum und ich dachte mir, das könnte halt auch so ein bisschen Meeresblau sein. Wir haben hier noch so einen coolen Anker, nicht Anker, so ein cooles Steuerrad gefunden, das habe ich hier auch verwendet. Wir haben hier noch diese Knoten an der Wand, also sehr viel maritime Deko. Ich dachte mir, kommt so ein bisschen nach Leon, nach seinem Opa. Der ja auch totaler Schiffs- und Wasserfan und sowas war. Das fand ich eigentlich ganz süß. Und ich habe hier dieses Objekt benutzt, das nicht ganz wirklich nach einer Piratenflagge aussieht. Eigentlich wollte ich da ja irgendwas finden, was man so richtig einfärben kann und so. Und jetzt ist es halt irgendwie so ein Blümchenmuster. Aber ja, das kam meiner Meinung nach noch am nächsten zu einer Piratenflagge und deswegen fand ich das okay. Es halt so dunkel wie möglich eingefärbt. Aber ja. Und dann habe ich hier nochmal das Bett und die Lampe so ein bisschen an den Blauton von der Wand angepasst, damit das alles so ein bisschen zusammenpasst. Ich mag auch den Teppich, der so ein bisschen nach so einem Schatzsucherteppich aussieht, mit diesem Muster. Also, ihr seht schon, ich habe versucht, wirklich sehr stark in dem Thema drin zu bleiben. Bin nicht 100% zufrieden, aber ja, mit den Möglichkeiten, die wir halt haben, ich habe halt auch einige Store-Objekte verwendet, ist das so das Beste, was ich hinbekommen habe. Und wenn ihr irgendwie einen Vorschlag, eine Idee habt, wenn euch irgendein Objekt oder irgendwas einfällt, was ich noch machen kann, damit es noch mehr piratenmäßig aussieht, dann sagt natürlich Bescheid. Ich habe vor allem auch eine Kanone draußen auf den Balkon gestellt, auf seine Seite. Das ist ein bisschen eigenartig, so für ein Kind so eine Kanone draußen stehen zu haben. Aber ich stelle mir vor, es ist halt irgendeine süße Spielzeugkanone und keine Ahnung, vielleicht kann man da irgendwas Cooles mit spielen und halt jetzt nichts irgendwie Schlimmes oder so. Und dann war es das aber auch schon mit der Umgestaltung hier und wir gehen zum Rest der Folge über. Und damit zurück in Samuels Schlafzimmer. Er sollte gleich eigentlich aufwachen. Und wir haben Schneeflockentag. Ist schon ganz unruhig.
Und werden die natürlich mit der ganzen Familie feiern, da freue ich mich schon drauf. Eine Sache, unser Vogelbaum ist leer. Harry ist quasi weggeflogen. Es ist ja öfters irgendwie schon so gewesen, dass dann der Vogelbaum einfach leer ist. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man irgendwie speichert, wenn der gerade leer ist, wenn der Vogel gerade irgendwo hinfliegt. Das könnte ich mir vorstellen. Oder ob das einfach so ab und an mal passiert, weil das war ja auch vorher schon so mit anderen Vögeln, die wir hatten. Das ist natürlich ziemlich schade, aber so ist das jetzt eben. Und wir gucken mal, ob wir da den nächsten neuen Vogel für finden können. Weil eigentlich mag ich es hier noch so ein kleines, so ein Tier zu haben. Ein Vogel oder sowas in der Art. So, also, Elias kann dann eigentlich auch mal aufwachen. Und ja, ich habe auch schon ein paar Vorbereitungen getroffen für den Schneeflockentag hier. Wir haben zum einen hier im Wohnzimmer einen Weihnachtsbaum stehen. Das finde ich eigentlich ganz cool und ich mag die Ecke. Also ich finde, dass die Ecke da sehr gut für passt. Und ach ja, genau. Dann habe ich hier den gesamten Flurbereich geleert, denn ich habe mal ein paar Tests gemacht. Ich habe diese Folge jetzt schon mehrmals aufgenommen und die Geschenkeparty hat nie funktioniert. Und dann habe ich halt mal einen Test gemacht, habe das komplette Haus geleert, also halt das komplette Grundstück, wo halt keine Möbel mehr waren. Also ich habe die Sims einfach noch ausziehen und wieder einziehen lassen und unmöbliert einziehen lassen. Und dann wurde der Geschenkhaufen hier platziert. Deswegen hoffe ich, wenn ich jetzt den Flur geleert habe, dass der tatsächlich auch hier platziert wird. Und ich habe dann auch schon hier in unserem Gesellschaftsraum, Partyraum, alles vorbereitet, um dann eine Party zu feiern. Wir werden sehen, ob es klappt. Wo gehst du denn hin, meine Liebe? Wo bist denn du ganz hingegangen? Du kannst dich dann auch mal umziehen und dann kannst du dir auch mal Fruchtparfait holen. Und du kannst dann auch runterkommen und dir welches holen. Genau, und bevor ich es vergesse, kannst du dann danach hier zum Gemeindezentrum gehen und die Untersuchungen unterstützen. Das wollten wir jetzt auch schon seit Ewigkeiten machen. Da haben wir noch Zeit bis Freitag. Ja, dann sollten wir das auf jeden Fall mal machen. Gut. Das ist natürlich auch das Gute daran, dass ich jetzt schon mehrere Folgen davon aufgenommen habe, weil mir zwischendrin aufgefallen ist, oh ja, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Dann kann ich das ja jetzt ganz gut machen. So, danach kannst du auch mal hier runterkommen. Magst du vielleicht schon mal hier ein bisschen was aufräumen? Das wäre ganz lieb. Was macht die Katze so? Okay. Vielleicht kannst du hier mal aus dem Napf fressen. So, Elias, du kannst dann hier auch mal Fruchtparfait frühstücken. Okay. Und wenn Amelie dann wach ist, kann sie mal das Bett machen. Genau. Nee, das brauchst du nicht wegräumen. Wie geht's dem Kater? Ich dachte, vielleicht können die beiden irgendwie miteinander spielen gleich. Das fände ich eigentlich ganz cool. Moment, du kannst ja erstmal hier deine Spazierfahrt unternehmen. Dann kannst vielleicht du hier rausgehen, pieseln. Und dann kannst du vielleicht auch wieder reinkommen. Genau. Du gehst jetzt los. Machst mal deine Aufgabe. Yay. Und Amelie wacht gleich auf. Okay. Kannst dann hier auch mal duschen gehen. Und dann kannst du vielleicht hier mal frühstücken. Wie geht's denn eigentlich der Kleinen? Okay, die schläft noch ein bisschen. Nacho, wie geht's dir denn? Magst du vielleicht mal rausgehen, was futtern? Wie läuft's denn bei den Pferdis so? Eigentlich ganz gut. Okay. Ja, sieht doch gut aus. Dann kannst du vielleicht hier mal mit dem Pferdeball spielen. Du bist schon dabei. Sehr gut. Magst du vielleicht danach mal hier in den Stall gehen, pieseln? Und dann meinetwegen noch ein bisschen weiterspielen. Aber ich möchte dich schon gern auch hier im Stall pieseln lassen. So. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Genau, du bist da auf dem Weg. Du hast da deine Spazierfahrt. Und
Und du, ah ja, genau, du möchtest eine Festtagsbeleuchtung machen. Das können wir natürlich gerne machen. Warten wir aber erstmal, bis er sein Geschirr abgespült hat. Ah, ich freue mich irgendwie darüber, dass wir jetzt ein Kind haben, was gern abspült. Kann nie schaden, Leute. Kann wirklich nie schaden. Dem können wir immer das ganze Geschirr abspülen lassen. Ich meine, warum nicht? So, genau. Festtagsbeleuchtung. Ich denke mal, der würde irgendwie hängende Sachen nehmen. Und eigentlich ist seine Lieblingsfarbe ja schwarz, aber das haben wir ja nicht zur Option. Deswegen, ich würde sagen, Violett kommt dem noch fast am nächsten. Dann kannst du hier mal durch das Teleskop schauen. Das wünschst du dir ja. Und wie geht's der Katze? Katze kommt gerade wieder rein. Okay. Sehr gut. David, du kannst vielleicht auch mal aufräumen. Dann kannst du vielleicht auch mal Tierfutter machen. Weil ich finde es ein bisschen doof, wenn sonst nur Amelie das hat. Ah ja, die Kleine wird auch gleich wach. Ach, sie ist gerade dabei, wach zu werden. Okay. Dann können wir sie mal kuscheln. Mal mit der Kralle angreifen. So. Okay. Mia macht endlich ihre Aufgabe. Yay. So, okay. Dann können wir vielleicht mal Samuel beschnüffeln. Gott, der hat immer noch diesen Fahrradhelm auf. Oh nein. Behält er den jetzt auf? Naja, okay. Dann können wir vielleicht Hugo noch ein Leckerchen geben. Ja, doch, das geht noch. Reden. Fliegen. Bisschen loben. Spielen. Sehr schön. Und danach kannst du eigentlich auch rausgehen und ein Iglu bauen. Dann haben wir hier schon mal eine Menge Wünsche für Samuel erfüllt. Das finde ich ganz schön. Ja. Kriegen richtig viel. Wir haben irgendwie schon super viel Weihnachtsgeld bekommen. Ich glaube 25.000 Simoleons oder so. Und jetzt kriegen wir noch mehr Geld, wegen Urlaubsgeld. Ich würde sie auf jeden Fall gerne füttern, aber ich möchte sie erst noch ein bisschen absetzen und mit ihr sprechen lernen, weil so hungrig ist sie noch gar nicht. Dann können wir das später machen. Na? Läuft alles gut, Elias? Siehst du schöne Dinge? Mir ist auch aufgefallen, dass wir hier weder einen Korb haben, einen Wäschekorb, noch irgendwie was zum Anziehen für den Kleinen. Das heißt, das werde ich hoffentlich auch noch hinzufügen. So, genau. Nehmen wir das. Kochen Level 2. Na, herzlichen Glückwunsch, David. Lernst du auch noch mal ein bisschen was. Das ist doch toll. Okay, dann können wir das nämlich gleich hier auch mal füttern. Genau. Wie geht's denn Nacho hier so? Nacho geht's gut. Okay. So, schauen wir doch mal hier. Du kannst vielleicht mal in den Stall gehen, kannst dann auch mal Heu fressen. Und du kannst vielleicht mal hier hinkommen. Genau, kannst hier mal mit dem Pferdeball spielen, danach kannst du auch trinken. Und du kannst dann auch mal trinken. Und dann kannst du hier auch Heu fressen gehen. So, und dann können sich die Pferde auch miteinander beschäftigen. Na, und da lernt jetzt die Kleine ein bisschen sprechen. Und danach bringen wir sie auch hier hin. Dann kann sie in den Hochstuhl. So, und David möchte noch ein bisschen tanzen. Das haben wir halt schon gelesen. Wir können natürlich auch mit David noch ein bisschen reden gleich, aber ja, erstmal passt das, denke ich, so. Ich überlege gerade, was er noch machen könnte. Du könntest vielleicht ein bisschen Schach spielen hier. Oder? Du brauchst auch noch ein bisschen. Ja, du brauchst auf jeden Fall noch Logik. Das kann nicht schaden. Und Mia ist bald fertig mit ihrer Aufgabe. Sehr gut. Okay. Weil später. Okay. Elias hat Logikfähigkeit 3 erreicht. Sehr schön. Vielleicht magst du ja mal ein bisschen mit David reden. Vielleicht wäre das doch ganz schön.
Okay. Oh nein! Mir wurde resettet. Okay. Haben wir trotzdem die Aufgabe gemacht? Bijavola. Oh. Nee, haben wir nicht. Okay. Weil eigentlich kam gerade die Meldung von wegen, also der Sound kam ja so, als hätte sie das gerade eben gemacht. Aber irgendwie dann wohl doch nicht, ne? Dann wurde sie resettet. Ich hoffe, dass, wenn wir das irgendwie das nächste Mal machen, dass es dann klappt. Keine Ahnung. Du bist jetzt auf jeden Fall los. Gehst da draußen ein Iglu bauen. Das ist ja kein Problem. Vielleicht kannst du mal ein bisschen Schach spielen mit David. Und Elias kann vielleicht hier rausgehen, kann vielleicht einen Schneeengel machen. Das wäre doch eigentlich ganz schön. Und ich würde mal sagen, die Kleine kann jetzt aber auch mal was essen. Und hier um Nacho muss ich auch noch gekümmert werden. Warte mal, vielleicht anstatt dass du ein Iglu machst, warte mal, vielleicht kann Nacho dich ja mal ein bisschen beschnüffeln. Hallo, Elias. Genau, dann kann Amelie nachher nämlich auch selber noch mal was essen. So. Dann kannst du Nachi ihm ein bisschen bürsten, ihm auch noch mal ein Leckerchen geben, oder? Ja. Der freut sich auch über ein Leckerchen. Mit ihm reden, streicheln, loben, vielleicht noch ein bisschen spielen. Das passt ja eigentlich ganz gut. Oh. Okay. Dann. Oh, du möchtest auch Nacho bürsten. Süß. Dann kannst du vielleicht auch noch mal einen Schneemann bauen. Das sieht irgendwie nicht ganz in Ordnung aus. Okay. Wollen wir der Kleinen mal was zu essen geben? Was wäre denn gut? Ich würde sagen, ein bisschen Herbstsalat vielleicht. Dann kannst du selber vielleicht auch noch mal ein bisschen gegrillten Käse essen. So. Packen wir das mal hier rein. Genau. Könnt ihr da ein bisschen Spaß im Schnee haben? Und ich würde dann eigentlich auch gern mal die Party langsam planen. Vielleicht machen wir das auch schon gleich. Und dann kannst du danach den gegrillten Käse essen. Denn ich würde die gern so 16 Uhr ungefähr vielleicht starten lassen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Okay, die Kleine bekommt gleich ihr Essen. Wir sind befördert worden zur Gespensterentschärferin. Die Einwohner berichten, sie hätten den Wind deinen Namen heulen hören. Sieht so aus, als hätten die Erscheinungen, die diesen Ort aufmischen, deine Arbeit zur Kenntnis genommen. Unklar ist, ob sie deine Gespenstervernichtungsfähigkeiten fürchten oder dich in eine Falle locken wollen. Doch du musst deine Arbeit fortsetzen. Die Bürger der Stadt brauchen dich. Okay, wir arbeiten aber trotzdem noch von 17 bis 3 Uhr. Okay. Logikfähigkeit möchtest du verbessern. Wie weit sind wir denn da? Oh, gerade ist Level 7 geworden. Okay. Wie geht's denn euch Pferdis hier, wo ich euch gerade höre? Da kann noch mal jemand ein bisschen mit dem Pferdeball spielen. Da muss jemand auf jeden Fall auch mal ein bisschen Heu fressen, vielleicht, würde ich sagen. Und du kannst dann auch mal hier rauskommen. Okay, na. Kannst du ihn irgendwie noch ablecken? Ja, genau. Und dann kannst du hier vielleicht mal pieseln gehen, ein paar Sammelobjekte schnüffeln, weil dann geht's dir ja super. So. Und genau, wir planen jetzt mal die Party. Und zwar möchte ich eine Geschenkparty probieren. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Wir starten mal 17 Uhr, dann sollten so gegen 16 Uhr die ersten Gäste kommen. Das finde ich immer ganz angenehm. Und dann laden wir unsere ganze Familie ein. Einfach alle, die irgendwie zur Familie gehören. Ich kann gern auch nochmal die Familienverhältnisse von allen erwähnen. Chantal. Genau, also Luena ist Amelies Cousine. Julian ist Amelies Bruder. Betty ist seine Frau, also Amelies Schwägerin. Die meisten sind dann wirklich so aus Amelies Sicht. Dann Chantal. Und Shannon sind Julians Töchter, also Amelies Nichten. Moritz ist Amelies anderer Bruder. Denise ist Davids Schwester, also Amelies Schwägerin.
Patty ist ein weiteres Kind von Julian, also auch eine Nichte von Amelie. Dann, wen haben wir noch so? Amelie ist so ein bisschen das Verbindungsglied. Godo ist das Kind von Moritz, also Amelies Neffe. Und dann haben wir noch Styles, das ist der Mann von Duena, also ja, also jetzt nicht hat jetzt nicht unbedingt so ein besonderes Verwandtschaftsverhältnis, halt der Mann von unserer Cousine Luena. Dann, wen haben wir noch so? Francine würde ich gerne einladen, das ist ja die Freundin von Mia. Dann Philipp, das ist der Sohn von Luena und Styles. Weiß nicht, ob der Sohn von der Cousine auch noch einen Namen hat, ich glaube nicht. Ich kenn ihn zumindest nicht. Dann, wen haben wir noch so? Ich glaube, das waren sogar schon alle, oder? Wir könnten noch Maximus einladen. Ah, wir könnten aber Travis vor allem einladen. Wo ist der denn? Wo ist denn Travis? Das ist ja der Vater von Mia. Ah, hier, Travis, okay. Emma ist die Mutter von Godo, von unserem Neffen. Aber sie und Moritz sind noch nicht mehr zusammen, deswegen würde ich sie jetzt nicht unbedingt einladen. Ich würde sagen, das waren jetzt alle. Ja, ich glaube schon. Okay, dann bin ich mal gespannt. Klappt das jetzt? Klappt das? Okay, wir werden es sehen. Ich glaube, der kommt dann erst, wenn... Oh, du möchtest einen Schneemann bauen. Vielleicht kannst du mit David zusammen einen Schneemann bauen. Das wäre eigentlich süß. Okay, du kannst dann danach vielleicht mal ein Iglu bauen. Und wir kriegen noch mal Urlaubsgeld. Krass. Das ist schon nicht schlecht. So, die Kleine sollte dann auch noch mal wohin gebracht werden. So, okay. Was kannst du denn machen? Vielleicht kannst du auch noch mal einen Schneeengel machen. So, genau. Isst du mal? Ja, ist okay, Kleine, ist okay. Das wird schon alles. Oh, okay. Sorry. Ja, der Nacho möchte dir erst noch das Gesicht ablecken. Das ist wichtig. Wie läuft es bei euch beiden so? Ja, ihr verbessert so ein bisschen eure Logik. Okay. Tristan feiert auch eine Party. Das ist schön, aber da gehen wir nicht hin. Wir haben unsere eigene Party, die wir feiern wollen. Genau, dann will ich die Kleine vielleicht nochmal baden. Hier, Valerie, baden. Dann können wir sie absetzen, dann kann sie selber aufs Töpfchen gehen. Und dann passt das. Dann können wir vielleicht mit David zusammen ein Schneemann bauen. Das wäre so süß. Kannst du hier vielleicht mitmachen? Ja, du kannst mit den Schneemann bauen. Nicht den Schneemann bauen, das Iglu. wolltest du nicht ein paar Sammelobjekte erschnüffeln gehen, Nacho? So, genau. Wir wollten doch hier vielleicht mal, dass die beiden sich ein bisschen miteinander beschäftigen. Bei dir dauert das ja noch ein bisschen. Du sollst ja noch ein bisschen Heu fressen gehen. Genau. Dann kannst du vielleicht mal dich an Aurora ein bisschen anschmiegen, ein bisschen beschnüffeln, ein bisschen pflegen. So. Ja, es hat geklappt. Der Geschenkeberg ist da. Yay. Okay. Das freut mich. Ich habe jetzt mehrfach versucht und das hat die ganze Zeit nicht geklappt. Man muss halt immer erst mal rausfinden, wo der Geschenkeberg quasi hingehört. Wo das Spiel denkt, dass der dahin platziert wird. Weil egal, also weil es gibt halt diesen einen Ort, der frei sein muss. Ich glaube, es hat irgendwie, glaube ich, was damit zu tun, dass hier irgendwie der Briefkasten ist. Weil ich glaube, das ist auch unabhängig davon, ob das die Eingangstür ist oder nicht. Weil ich hatte ja das hier mal als Eingangstür gewählt und dann war trotzdem der Raum nicht wichtig. Es hat irgendwas, glaube ich, damit zu tun, dass das hier irgendwie so der erste Raum ist quasi vom Spiel aus. Der allererste Raum. Ich dachte ja auch erst, es wäre die Küche, aber nein, es ist der Flurbereich. Ich möchte den irgendwie gerne nochmal wieder so gestalten, wie er halt eigentlich aussieht. Das mache ich eben mal kurz. So, jetzt sieht der Flurbereich wieder normal aus.
Und wir haben das Geschenkedingens hier drin. Und dann können wir das hier auch mal als Eingangstür festlegen. Das heißt, die Sims sollten hoffentlich da reinlaufen. Wir müssen dann nur mit Amelie auch dort sein, wenn die alle kommen. Aber wir baden die Kleine mal eben. Dann können wir sie hier absetzen. Und danach können wir mal David bitten, eine Band zu gründen. Nein. Können wir ihn fragen, ob er einen Schneemann bauen möchte. Weil wir haben beide den Wunsch und das wäre voll süß. So, okay. Ihr beide baut gerade das Iglo. Na, no. Ich finde das so schön, wie sie da so beide dran bauen. Ich finde das schön. So ein bisschen, ja. Halt, das ist halt Schneeflockentag. Natürlich spielen wir da auch alle im Schnee. Und dann können wir den Abend irgendwie noch ein bisschen ein U-Boot-Abenteuer bestreiten. Ich finde das ganz cool. Dann können wir vielleicht mit Elias reden. Wir können mit ihm nochmal über das Feuer reden, können ihn mal umarmen, dass wir beide froh sind, dass wir das überlebt haben. Können ihm einen Insiderwitz erzählen, Grimasse schneiden. Na, ich finde das auch so toll, dass die beiden so gut befreundet sind. Es sind noch 4 Tage, bis er ein Teenager ist. Hui. 4 Tage nur noch. Ah ja, okay, geht auch gerade Schneemann bauen. Okay, die Kleine kann dann mal aufs Töpfchen gehen. Huch, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Töpfchen benutzen, genau. Genau, dann geh du mal runter. Die anderen gehen ja auch gerade runter. Sollte das ja hoffentlich alles passen. Okay, wie sieht es denn bei euch also aus? Okay, du bist am Futtern. Du kannst dann gerne auch nochmal hier rauskommen. Okay, ihr pflegt euch dann jetzt. Danach kannst du mal hier was trinken. Und du kannst dann dich gerne mit Aragorn beschäftigen. Du hast deinen Spaß, die Katze schläft noch. Okay, das sieht doch alles super aus bei euch. Läuft bei euch allen eigentlich ganz gut. Genau, und ich dachte, vielleicht könnt ihr zu dritt irgendwie noch mal eine Schneeballschlacht veranstalten. Das finde ich ganz süß. Wir haben ja hier eigentlich genug Platz auf dem Hof. Der ist ja groß genug. Wo lauft ihr denn hin? Könnt ihr die Schneemänner nicht hier bauen? Warte mal, könnt ihr beiden vielleicht hier hingehen? Aber ich möchte nicht, dass dann die ganzen Gäste irgendwie da drüben hinrennen. So. Okay. So, können wir ihn nochmal, können wir ihn bitten, einen Schneemann zu bauen? Nein, irgendwie nicht. Schneemann bauen mit David, immer noch. Ich glaube, jetzt sind aber auch schon die ersten Gäste da. Aber ist ja egal, wir haben Schneeflockentag, natürlich. Okay, seht ihr mal, die kommen hier alle her. Yay! Oh, bald können wir alles zum Geschenk öffnen. Oh, Moritz bringt das erste Geschenk dazu. Oh, wie süß das ist. Oder? Keine Ahnung. Das ist so lieb, dass er was mitbringt. Für seine Nichten und Neffen vielleicht. Wahrscheinlich. Na. Hä? Wo? Okay. Aber wo geht ihr hin? Bleibt ihr alle hier? Okay, ihr bleibt hier. Sehr schön. Wollt ihr dann auch vielleicht langsam mal hier reingehen? Lass mal alle langsam hier reingehen. Du kannst vielleicht nochmal auf Toilette gehen. Du kannst auch mal hier reinkommen langsam. Und ihr könnt danach bitte auch reinkommen. Wir können hier auch mal einschalten. Musik einschalten. Na, no, es kommen alle hierher und lassen alle ein Geschenk da. Na. No. Das finde ich so lieb. Okay. So, magst du vielleicht mal hier irgendwie deine Großcousine? Nee, deine Cousine? Das sind einfach nur deine Cousine. Oh, guck mal, wie groß der Geschenkestapel jetzt geworden ist. Wie viele Leute da jetzt schon Geschenke zugefügt haben. Na. Oh, guck mal, das ist die ganze Familie Moore oder McGraw. Keine Ahnung. Ne? Luena, Styles und da ist Philipp. Das ist doch cool. Vielleicht können wir ihm auch mal Hallo sagen. Den kennen wir, glaube ich, auch noch nicht. Können wir hier alle mal ein bisschen kennenlernen. Oh, das sind die ganzen Nichten von Amelie. So, Mia ist auch hier.
Mal gucken, wie gut kennen wir die denn alle hier? Nicht so besonders, ne? Dann sollten wir den vielleicht auch mal los. Oh, wir können mal Dingens hallo. Nicht Luena. Francine können wir mal hallo sagen. Können Sie mal verliebt umarmen? Können Sie mal fragen, ob sie über Nacht bleiben möchte? Das wäre doch auch schön, dass sie irgendwie nach der Party noch hier bleibt. Du kannst vielleicht mal Gudo hier freundschaftlich begrüßen. So. Genau, ihr macht noch euren Schneemann da fertig, das ist ja wichtig. Und dann könnt ihr halt auch reinkommen. Wo ist denn... Genau. Die Kleine wird sich schon... Oh, wo geht denn die Kleine hin? Die Kleine kann hier vielleicht mal ein bisschen spielen. Das finde ich gut. Yay, sie bleibt hier. Okay, vielleicht kannst du dann auch nochmal auf Toilette gehen. Genau. Dann wollen wir vielleicht noch ein bisschen zusammen tanzen. Genau. Kannst du mal Julian hallo sagen? Nee, du kannst nur Star begrüßen. Ist natürlich eher meh, finde ich. Wo sind denn die ganzen Sims eigentlich? Okay, hier drüben gehen welche hin. Wo sind die anderen so? Da redet jemand mit Aragorn. Okay, nein. Nein, das möchte ich nicht. Genau, du kannst vielleicht mal hier hingehen, dann kann Aragorn vielleicht mal dahin gehen. Magst du vielleicht nochmal ein paar Sammy-Objekte schnüffeln? Du kannst vielleicht mal kratzen und dann ein bisschen jagen. Ich weiß auch gar nicht, wo die anderen Leute alle sind. Keine Ahnung. Ich meine, hier sind ein paar, aber ne, keine Ahnung. Du kannst ja mal Julian hier umarmen. Dann können wir gleich auch mal die Geschenke alle öffnen. So, hier, du kannst ja mal mit Philipp reden. Du kannst danach auch wieder hierher kommen. Melina Krämer, dich haben wir gar nicht eingeladen, aber okay, danke, dass du hier bist. So, vielleicht magst du auch mal mit Styles reden hier. Können ihn mal kennenlernen. Vielleicht wollen wir hier mal Francine kennenlernen. Oder? Das wäre doch eigentlich auch mal was. Können mit ihr mal ein bisschen plaudern. Oh, da möchte eine ein bisschen singen. Das kannst du auch gerne machen, Chantal. Ich möchte so ein bisschen das Geschenk öffnen herauszögern, weil wir müssen das ja noch nicht sofort machen. Weil dann machen die das für den Rest des Abends, glaube ich. Die fängt an zu singen. Na, und die beiden tanzen hier und na, okay. Julian gefällt das scheinbar. Aber ich meine, okay, das ist auch seine Tochter, die das singt. Oh, okay. Er buht sie doch aus. Ich dachte, aber erst hatte so die das so hochgehalten. Mann, Julian, du kannst doch nicht deine Tochter so ausbuhen. Das geht doch nicht. Magst du vielleicht mal mit Godo ein bisschen reden, nach seinem Tag fragen? Ich wünschte halt irgendwie, es wären noch mehr Sims hier, aber okay. Oh, wir haben Essen da. Wir haben Essen. Warte mal, hat hier jemand Pizza gemacht? Nee, okay. Das hat mich irgendwie so irritiert, warum hier tatsächlich eine Pizza rumsteht. Wir können ja mal hier reinstellen. Vielleicht möchte ja jemand Pizza essen. Ansonsten würde ich aber tatsächlich vorschlagen, wir sollten gleich mal alle zusammen die Geschenke öffnen. Vielleicht könnt ihr euch alle schon mal langsam hier hinsetzen. Du kannst dich vielleicht mal hier hinsetzen. Du kannst dich vielleicht mal hier hinsetzen. Du vielleicht mal hier hin. So, und dann können wir mal alle zum Geschenkeöffnen rufen. Dieses Durcheinander hier immer. Setzt du dich schon mal hier hin vielleicht? So, weil gleich. Okay. Schafft ihr das mit dem Plaudern noch, Leute? Ich weiß ja nicht genau. Hallo? Gehen wir jetzt alle Geschenke öffnen? Leute! Wir wollen alle zusammen die Geschenke öffnen. Oh, jetzt wird losgelegt. Yay!
alle setzen sich hin. Hoffe, alle finden den Platz. Dachte halt auch, jemand könnte da auf dem Sitzsack sitzen. Bin mir noch nicht ganz sicher, dass hier alles klappt. Ja, ja, das war klar, dass hier nicht alle einen Sitzplatz finden. Sorry, so viele Sitzplätze habe ich halt nicht. Setzt euch halt dahin, wo ihr Platz habt. Komm, Elias, da sind zwei Stühle frei direkt neben dir. Das ist immer so eine Stuhljagd hier, bis alle sich mal hingesetzt haben. Guck mal hier, Melina macht das richtig, setzt sich direkt hin. So, kann vielleicht der Erste schon mal ein Geschenk öffnen? Hallo? Wenn es funktioniert, mag ich das Geschenk öffnen sehr. Ich finde das immer sehr süß. Aber wenn es nicht funktioniert... Oh, Philipp ist der Erste. Oder? Magst du dich vielleicht schon mal hinsetzen? Da ist noch was frei, Emily. Okay. Dann setzt euch halt... Ja, genau. Setzt euch doch einfach da drüben so ein bisschen hin. Das wird schon. Wer nimmt denn jetzt das erste Geschenk, Leute? Julian? Sieht schlecht aus. Samuel hat ein fleißiges Bienchen erhalten. No, okay, das können wir auf jeden Fall hier irgendwo platzieren. Guck mal. Da möchte einer ein Autogramm von Julian. Okay. Dann. Shannon kriegt was. No. Sie freut sich. Okay. Sie hat scheinbar ein gutes Geschenk bekommen. Das ist doch schön. okay. Hugo hat eine Termite gefangen. Sehr schön. Mit Amni sprechen. Na. No. Oh, und die reden hier halt auch alle so miteinander. Das finde ich auch schön. Und? Oh, ich glaube, das Geschenk von mir war nicht gut. Nein. Was hat sie denn bekommen? Ein Regenbogenlicht. Hey, was hast du denn gegen ein Regenbogenlicht? Sag mal Mia. Okay, sie sollte aber auf jeden Fall gleich noch was essen. Sollten eigentlich richtig viele noch ein bisschen was essen? Okay, Moritz hat sich auch über sein Geschenk gefreut. Das ist doch toll. Na. Ich mag den Geschenketag, wenn er auch funktioniert. Wir könnten hier vielleicht noch so ein paar Blümchen verschenken. Wenn heute eh schon Geschenketag ist. David freut sich auch. Na, das ist doch toll. Was haben wir denn? Ein Muschelblumentopf. Okay. Wir drüben. Oh, die müssen hier hinten sitzen. Und Styles, was bekommst du so? Okay, freut sich auch über seins. Das ist doch schön. Ich habe auch echt keine Ahnung, wie lange das hier dauert. Eigentlich müsst ihr ja einmal so reihum umgehen, ne? Jeder sollte mal was bekommen. Du möchtest Patty beschnüffeln. So, magst du vielleicht mal hier kauen? Dir geht's eigentlich super. Du kannst vielleicht noch mal ein bisschen in Beute reinschleichen. So, und mit dir sollte sich auf jeden Fall mal jemand beschäftigen. Warte mal. Also, Aurora. Du kannst mal in den Stall gehen. Pieseln. Und dann mit dem Pferdeball spielen. Und dann könnt ihr beide euch eigentlich mal beschäftigen. Okay, die ersten gehen schon wieder. Dann können wir hier mal ein bisschen Kontakt knüpfen. Und dann sollten wir ihn auf jeden Fall auch mal pflegen, weil das Pferd stinkt ganz schön. So, du möchtest hier ein paar Instrumente spielen. Na. Aber ich würde gerne noch den ganzen Geschenkeberg öffnen, um ehrlich zu sein. Oh, und Samuel hat nochmal was bekommen. Okay. Ein Puppenhaus. Oh, wir haben aber auch schon ein Puppenhaus. Ist ja auch ein bisschen unnützlich. Okay, jetzt hat es wieder halt so die normale Größe. Jetzt sollten nicht mehr ganz so viele Geschenke drin sein. Hier hat jemand Landbrot gemacht oder mitgenommen? Okay, mitgebracht. Okay, jetzt gehen so langsam die Sims. Aber unsere eigenen sind noch alle da. Und Mia bekommt noch was. Hat Amelie eigentlich schon was bekommen? Und hat Elias schon was bekommen? Ein Geburtstagsschachset. Das passt aber sehr gut zu Amelie. Ja, du hast recht. Du hast recht, Mia. Da sollten wir, glaube ich, echt mal gerade dran arbeiten. Setzen vielleicht mal den Tisch hier hin. Können vielleicht mal die Stühle daran setzen. So. Wir haben ja noch mehr Stühle. So. Und dann kannst du vielleicht schon mal hier was essen.
Das ist vielleicht doch eine ganz gute Idee. Geh mal hier auf Toilette und dann kannst du hier vielleicht einen Teller von der Pizza essen. Ich würde das Brot gern in den Kühlschrank packen. Ich glaube, das essen wir aktuell nicht. Aber die Pizza essen wir doch sehr gerne. Da, ne, die wurde ja nicht umsonst mitgebracht. Die können wir ruhig auch essen dann. Bei David genauso. Der kann dann auch gleich losgehen, wenn Mia auf dem Klo war. Einzigartige Schneeflocken. Oh, Elias, holst du dir auch mal was? Hat Francine schon was bekommen? Weiß gar nicht. Aber so ein paar sind auch ein bisschen länger hier. Für noch ein paar mehr Geschenke. Gerade Melina, ne? Wenn Melina hier schon nicht eingeladen wurde, dann kann sie ja wohl auch ein bisschen länger bleiben. So, dann kannst du hier auch mal auf Toilette gehen. Einen Teller nehmen. Künstlerstaffelei. Brauchen wir zwar auch nicht, aber wir haben sie immerhin. So, dann isst du mal. Genau. Dann können wir das vielleicht auch mal hier reinpacken. Und dann würde ich gerne noch mal ein paar mehr Stühle aufstellen. Haben wir noch ein paar mehr Stühle? Aber wir haben die hier noch. Warum haben wir eigentlich vier von diesen Klappstühlen? Die können wir echt mal verkaufen. Ich würde dann lieber die hier noch, davon noch mehr kaufen. Und ich möchte das hier noch so einfärben. Dann haben wir nämlich noch ein paar mehr Tische hier. Vielleicht auch ganz gut, wenn wir generell hier mal so ein bisschen was essen wollen. Das ist vielleicht ganz gut, hier so Tische zu haben. So, okay. Beziehungsweise vielleicht stellen wir das mal so rum hin. Vielleicht ist das so ein bisschen der Kindertisch. So, okay. Gut, dann, weil dann können wir nämlich alle mal so ein bisschen essen gleich. Genau, dann holst du dir was. Dann kann Samuel sich auch gleich noch einen Teller holen. Ein Geschenk kriegt er noch. So, ein Kuschelbär. Na, kann jetzt Elias vielleicht mal was bekommen? Der Kleine hat noch gar nichts. Hey, nein, du musst kein Geschenk bekommen. Ist nur recht. Lass mal einfach bitte was. Du musst ja jetzt nicht unbedingt noch was öffnen. Ich möchte eigentlich gerne mal, dass Elias ein Geschenk bekommt. Der hat noch gar nichts geöffnet bisher. Ah, der Kleine geht tatsächlich an den Kindertisch. Das ist lustig. So, ich glaube, Elias und Francine haben beide. Hallo, nein. Als ob du das nicht einfach da hinstellen kannst. Nimmt das echt so viel Platz weg? Krass, man kann da gar nichts draufstellen. Das ist super unvorteilhaft. Dann isst da mal bitte deine Pizza. Oh, ist die jetzt schlecht geworden? Ah nee, die dampft einfach noch, weil sie so gut ist. Okay, ich dachte erst, sie dampft, weil sie so schlecht ist. Gut, dann wollen wir vielleicht mal Francine noch mal umarmen, weil ich glaube halt, die kriegt da eh. Also ich glaube, sowohl Elias als auch Francine kriegen hier nichts. Künstlerstaffelei, dann kannst du vielleicht auch mal hier einen Teller nehmen. Oh, jetzt kriegt er endlich mal was. Yay, Elias. Endlich kriegt er mein Geschenk. Und? Was hast du bekommen? Ein Dreirad für Kind. Oh, okay. Ja, das ist süß. Das können wir ihm auf jeden Fall auch hinstellen. Und, okay, jetzt fehlt, glaube ich, nur noch Betty. Haben wir sie mal verliebt umarmen? So, genau, du wolltest ja noch hier dein Dingens haben. Du wolltest ja auf Toilette gehen. Und dann können wir mein U-Boot-Abenteuer bestreiten. Und da kriegt sie noch eine Künstlerstaffelei, okay. Du kannst dann hier mal auf Toilette. Nee, geh erstmal auf Toilette und dann kannst du es auch sauber machen. Sind wir dann mal fertig hier mit den ganzen Geschenken? Ich weiß ja nicht, wie viele das noch sind. Oh. Braucht noch jemand was zu essen? Ja, genau. Du isst gerade und ich glaube, sonst war es das eigentlich. Amelie kann auch morgen früh was essen. So. Du möchtest noch so ein bisschen Schach spielen. Klar. So, und wir haben alle Geschenke geöffnet. Yay!
Das war doch schön. Okay, können wir dann jetzt mal sie hier umarmen? Und dann können wir vielleicht mal hier oben hingehen und entspannen. So, okay. Wollen wir vielleicht nochmal mit Betty reden? Können Sie mal freundschaftlich begrüßen? Obwohl ich glaube, sie geht vielleicht. Keine Ahnung. Wo rennt sie denn hin? Rennt sie nach Hause? Oh, sie geht nach Hause. Aber wir haben sie doch eingeladen. Naja, okay. Dann kannst du mal schlafen. Wie geht's denn der Kleinen hier? Okay, die Kleine kann vielleicht mal aufs Töpfchen gehen. Oder vielleicht kannst du der Kleinen noch mal eben was zu essen geben. Was ma. Ach so, nee, hä? Ich glaube. Ach, sie ist gar nicht gegangen. Sie ist nur am Rand des Grundstücks gegangen. Okay. Moment, Moment. Du kannst trotzdem der Kleine noch mal. Du kannst trotzdem die Kleine auf dem Boden füttern. Sorry. Sorry, dass ich dich da so hin und her scheuche. Genau, der Kleine räumt natürlich alles auf, so wie ich mir das gedacht habe. Wie geht's denn euch hier? Okay, euch geht's gut. Du kannst dann hier mal Heu fressen und ein Nickerchen machen. Du kannst vielleicht noch ein bisschen mit dem Pferdeball spielen. Du kannst hier vielleicht mal Heu fressen und ein Nickerchen machen. Nacho schläft, okay. Die Katze wird sich auch beschäftigen. So. Ist sie jetzt gegangen? Nee, sie ist wieder reingekommen. Okay. Dann ist es scheinbar irgendwas, wo sie nicht rankam, was sie irgendwie nicht machen konnte, weshalb sie da an den Rand des Grundstücks gegangen ist. So. Okay. Genau. Der Kleine hier macht sein U-Boot-Abenteuer. Danach kann er schlafen gehen. Der Kleine kann dann auch schlafen gehen. Du kannst. Ja, du musst eigentlich noch gar nicht unbedingt zur Kleinen hoch. Ja, keine Ahnung. Können ja mal mit zu Betty gehen. Gucken wir mal, ob wir. Ob wir Francine vielleicht mal hier reinbitten können. Ich glaube, sie ist tatsächlich selber schon auf dem Weg ins Bett. Aber bevor du schlafen gehst, meine Liebe. Ich glaube, sie war tatsächlich auch schon vorher auf dem Weg hierher. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall können wir die beiden dann schlafen schicken. So, die Kleine kann dann hier das Töpfchen benutzen. Na, und da hat jemand Spaß im. Ich weiß immer noch nicht, warum er die ganze Zeit eine Mütze trägt. Keine Ahnung, das ist super irritierend. So, danach können wir sie noch mal ein bisschen kennenlernen. Können wir so zu dritt so ein bisschen reden quasi. Na, das klappt ja gut. wir können sie mal freundschaftlich umarmen. Wie geht's der Katze? Okay. Vielleicht mag die Katze mal pieseln. Hier was futtern. Kratzen. Hat Nacho eigentlich noch genug Futter? Ja, hat er. So. Okay. Oh, okay. Sie geht wieder. Ich hätte gedacht, dass sie tatsächlich schlafen gehen will, aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht so ihr Ding. Dann kann sie auch natürlich gerne wach bleiben, die Francine, ne? Möchte ich sie ja nicht abhalten. So, mal gucken, wie viel Schlaf die hier alle kriegen. So, okay. Das können wir auch noch wegräumen. Dann könnt ihr beiden eigentlich schlafen gehen, ne? Ist ja auch deine Schwägerin. Ja, macht Sinn. Ist nur so, also noch mehr verschwägert. Weil die. Ja. Was machst du jetzt? Ah ja, genau. Die Kleine ins Bettchen bringen. Eine gute Idee. Aber vielleicht nicht so, sondern warten wir erstmal, bis du hingegangen bist. Ein bisschen besser, ansonsten klappt das wahrscheinlich eh nicht. Dann kannst du sie kuscheln und ins Bett bringen.
Und dann können wir hier. Wollen wir ein Geschenk geben? Ich möchte irgendwie gerne ein Geschenk geben. Hier, wir können ihr das da mal geben. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das gefällt ihr bestimmt. Oh, und sie muss jetzt auch gehen. Okay. Aber dann haben wir das hier erledigt. Dann kannst du eigentlich schlafen gehen. Und dann kann David auch schlafen gehen. Und dann, ja. Ich wollte sie auch nicht irgendwie rausschmeißen oder sowas. Von wegen so, du musst jetzt gehen. Ich fand das eigentlich ganz lieb, dass sie so lang geblieben ist. So, du kannst dann auch mal dein Nickerchen machen. Okay. Fertig schlafen dann auch alle. Ah, dann hatten wir doch einen echt schönen Schneeflockentag, oder? Der lief gut. Nachdem ich jetzt das so oft aufgenommen habe und das nie geklappt hat, manchmal auch das Spiel abgestürzt ist, wie das halt eben so ist bei Sims 3. Aber dann, diese Version hier gefällt mir doch deutlich am besten. Und dann, ich habe auch einmal aufgenommen und hatte keinen Ton dabei. Das war die schlimmste Variante davon. ja, dann sehen wir uns hier aber nächste Folge wieder. Da ist dann Elias erster Schultag. Gott, Samuel ist bald ernsthaft schon Teenager. Und mit Mia probieren wir die Aufgabe nochmal und hoffen, dass sie dann nicht resettet wird. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch dann aber noch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!